Herzlich willkommen zum 20. österreichischen IT- und Beratertag. Worum geht es heute? Wie Sie vermutlich wissen, haben wir in den vergangenen Jahren immer heiße Themen diskutiert. Aktuelle Themen, die uns gerade unter den Fingernägeln brennen. Heute geht es darum, dass wir über Politik reden wollen, über Demokratie, über Verständnis dazu, über die Umwelt. Wie viel Zeit bleibt uns möglicherweise noch auf unserem Planeten selbst Entscheidungen treffen zu können? Wir möchten über die Finanzwirtschaft reden, Inflation, steigende Zinsen. Wir möchten darüber reden, wie es uns Menschen damit geht. Bestsellerautor Reinhard Sprenger wird dazu seine Erkenntnisse bringen. Und zu guter Letzt bringen wir ein neues Strategiemodell, Open Strategy, das eine Professorin und ein Professor aus Innsbruck für uns heute bringen wird. Ich wünsche Ihnen viele neue Erkenntnisse, viele neue Einblicke und viel Interessantes und nehmen Sie viel in Ihre eigene Arbeitswelt davon mit. Die letzten zwei Jahre insbesondere haben gezeigt, wie herausfordernd diese Zeiten sind und mit welcher Anzahl von Krisen die Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich auch konfrontiert sind. Und da haben die Beraterinnen und die Berater eine ganz, ganz besondere Rolle. Und deshalb gratuliere ich zu diesem 20. Beratertag und bitte weiter so zu machen, damit Sie weiter ein starker Partner für die österreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer sind. Seit 20 Jahren versorgt sich die gesamte Branchenfamilie der UBIT am Beratertag mit Informationen, mit Wissen, was denn so in der Zukunft passieren wird. Und das ist wichtig und dafür bin ich auch dankbar, denn damit schafft sie eine dreifache Gewinnsituation. Die Branche hilft damit dann in der Beratung den Betrieben, dass sie gut vorankommen. Sie sichert natürlich der Beraterbranche Umsätze und sie bringt damit auch das gesamte Land voran. Und dafür ein großes Dankeschön. Ohne Demokratie wird sich weder eine Wirtschaft entwickeln können, noch wird man all die umliegenden Felder wirklich auch erfolgreich bearbeiten können. Und ich meine, dass gerade Consulter, Berater eigentlich eher eine wichtige Rolle zu spielen haben, die weit über das bloß Professionelle hinausgehen. Eine, wie ich meine, gesellschaftspolitische Rolle, die es hier zu erfüllen gibt, im Sinne und im Geiste einer Demokratie. Ja, ich glaube, wir leben in einer Zeit von großen Herausforderungen, aber auch von vielen Krisen, derzeit fast zu vielen. Und der österreichische IT- und Beratertag arbeitet das Thema auf und gibt unseren Branchenkolleginnen und Kollegen auch Orientierung. Und wir nehmen hier verschiedene Perspektiven und Impulse mit und das ist ganz wichtig für unsere Beratungspraxis und da können wir dann auch das umsetzen und als Wegweiser für die Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich fungieren und auch Perspektiven für die Zukunft aufzeigen. Ich sehe für die Zukunft drei Welten. Entweder eine Welt in Balance, eine Welt in Wohlstand für 10 Milliarden Menschen. Ich glaube, in der wollen die meisten leben. Wahrscheinlich wird es anders ausgehen. Wir werden entweder in einem Kollaps leben, zum Beispiel infolge des Klimawandels, oder wir werden den Kollaps verhindern über eine Art planwirtschaftliche Zwangskonstruktion, die uns dann auch die Freiheit raubt, aber mindestens den Kollaps verhindert. Also ich gratuliere der UBIT ganz von Herzen, 20 Jahre lang die Probleme und Herausforderungen der Zukunft erkannt zu haben, frühzeitig erkannt zu haben und hier auch Lösungen gemeinsam zu diskutieren. Das hat die UBIT geschafft, das kann man auch heute zu Recht feiern. Und es ist nicht lange nicht mehr zum Ende, weil die Probleme sind nach wie vor da, neue Probleme, die auf uns zukommen, wo wir neue Lösungen brauchen werden. Und hier ist die IT- und Beraterszene bestens geeignet, gemeinsam hier diese Lösungen zu finden. Die Quintessenz ist, dass wir multiple Krisen erlebt haben, dass jede dieser Krisen schwere wirtschaftliche Auswirkungen hat, dass aber jede Krise anders ist und auch die, die wir zurzeit erleben, gründlich verstanden werden müssen. Zum Beispiel für mich als Notenbankerin, die Inflation verhält sich anders, als wir das bisher angenommen haben und wir müssen das besser verstehen, um gut darauf reagieren zu können. Wenn man sich die Fachvorträge heute Kryptobesteuerung anhört, dann merkt man, was noch alles vor uns liegt. Aus unserer Sicht, es kann nur besser werden und wir haben Arbeit Ende nie. Unter den neuen Bedingungen der VUCA-Welt, also der Unsicherheit, der Volatilität, der Komplexität und der Ambivalenz, müssen wir überlegen, ob wir nicht wieder genau das wieder einführen, was über viele Jahrzehnte sozusagen ausgeschlossen wurde. Nämlich genau das, was der schnellste Rechner, den ein Unternehmen zur Verfügung hat,
auch wirklich immer wieder zur Geltung bringen kann. Und das sind nun mal die Fähigkeiten des Menschen. Wenn man dann fragt, wie können wir dann mit der Digitalisierung umgehen, dann ist das die Ermöglichkeitsbedingung von Kundenorientierung, von Kreativität und auch von Kooperation. Und damit ist Digitalisierung kein technischer Prozess, sondern ein sozialer. Wir bewegen uns in sehr volatilen Zeiten. Wir sind gefordert, es gibt Umbruch und die Unternehmen müssen sich neu aufstellen. Und die Mitgliedsunternehmen der UBIT im Bereich IT, Buchhaltung und Unternehmensberatung können hier mit kompetenten Lösungen helfen, gut durch diese Zeit zu kommen. Und das hilft den Unternehmen und der Wirtschaft. Die Welt ist im Wandel. Wir haben extrem herausfordernde Zeiten hinter uns und voraussichtlich auch vor uns. Und nachdem unsere Mitgliedsbetriebe die Begleiter bei diesem Wandel sind, möchte ich mich bei jedem Einzelnen von Ihnen sehr, sehr herzlich bedanken. Wir stecken mitten in einer der größten Transformationen der Menschheitsgeschichte, die digitale Transformation. Etwa 70% der Unternehmen betrachten digitale Technologien als disruptiv für ihr Geschäftsmodell und etwa 70% der Unternehmen scheitern bei disruptiven Veränderungen. Der Grund ist zum einen, dass etablierte Unternehmen in der Regel nicht radikal genug denken, wenn es um neue Geschäftsmodelle geht, zum einen, und zum anderen, dass sie nicht in der Lage sind, Mitarbeiter zu mobilisieren, diese neuen digitalen Geschäftsmodelle umzusetzen und zu akzeptieren. Wir schlagen vor, um diese Probleme lösen zu können, muss die Strategiearbeit von Unternehmen offener werden. Das heißt, Open Strategy beschreibt das aktive Miteinbeziehen von verschiedensten Akteuren von außerhalb des Top-Management-Teams in den Strategieprozess. Das können Kunden sein, Mitarbeiter, Startups, Experten. Das schafft zwei große Vorteile. Zum einen neue Perspektiven, zum anderen mehr Commitment und schnellere Umsetzung. Und jetzt geht es darum, mit diesem geballten Wissen aus den 20 Jahren Beratertag, aus diesen 2 Jahren der Erfahrung in der Pandemie, neue Lösungen und neue Ansätze für die Zukunft zu entwickeln. Und besonders zuversichtlich stimmt mich, dass vor allem junge Berater, junge Unternehmer hier komplett neue Ansätze entwickeln, die uns wirklich durch künftige Herausforderungen und Krisen in den nächsten Jahren durchbringen werden. Ich glaube, dass gerade in unserer Branche bei den Beratern, bei den IT-Dienstleistern, auch bei den Buchhaltern das Netzwerken etwas ganz was Wichtiges ist. Wir haben ja grundsätzlich eher kleine Firmenstrukturen und jetzt nach Corona bietet der Beratertag endlich wieder die Möglichkeit, um netzwerken zu können, um sich mit Kolleginnen und Kollegen austauschen zu können. Der IT- und Beratertag zeigt, wie wichtig Unternehmensberater und IT-Berater und Buchhaltungsberater sind, gerade in Zeiten der Krise für die Zukunft vorzubauen. Ja, die Frage der Zukunft ist immer der Blick in die Glaskugel. Und wir haben es auch heute beim Beratertag gehört, es ist fast unmöglich inzwischen die Zukunft zu prognostizieren oder hervorzusehen. Vielleicht ist das genau das Positive daran, weil die Rahmenbedingungen sind eher negativ, aber der Blick in die Zukunft etwas ungewiss. Aber in Summe, glaube ich, ist das, was auch uns Unternehmer so auszeichnet, dass wir eigentlich optimistisch in die Zukunft gehen, weil wir üblicherweise dann Lösungen finden und dann besonders leistungsfähig sind, wenn es eng wird. IT- und Beratertag ist nicht mehr wegzudenken. Hier kommen alle Trends zusammen. Hier schaffen wir Zukunft. Hier können wir uns austauschen. Eine Plattform mit grandiosen Speakerinnen und Speakern aus der ganzen Welt, die genau das machen, wofür diese Branche steht. Zukunft gestalten und dies gemeinsam weit über die Grenzen dieser Fachgruppe hinaus.